Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von God of War. Ja, ihr seht schon, wir sind nicht bei einer Walküre, denn Atreus sagte gerade, es klingt nach einem Drachen und ich habe die Hoffnung, dass wir... Ja. Oh, jetzt sehe ich ihn sogar. Alles klar. Gut, wir werden in dieser Folge wahrscheinlich einen Drachen finden. Das wollte ich natürlich nicht vorhaben. Da geht's bestimmt später wieder raus, oder kriegen wir das auf? Das ist ja mal ungewöhnlich. Jawohl. Hast du daran gerade gehebelt? Ja, aber ich wollte mich noch mal kurz umgucken hier, bevor ich jetzt geht's mir auch noch irgendwie. Davon gibt's sicher noch mehr. Ah, das hört nicht auf, oder? Ich dachte, wir hätten schon alle gefunden, die man finden kann. Also zumindest die Kategorien, sage ich mal. Und Weltregat, Weltregat. Okay, da geht's dann später wahrscheinlich doch runter. Das da sieht ja noch sehr interessant aus, ein Weltenriss. Oh, okay. Da bekommen wir einfach nur. Das ist schön. So, auf zum Drachen. Vorsicht vor dem Drachenatem. Brauchst du mir nichts sagen, Junge. Ich
Echt, das Ding war nur dafür da, dass ich irgendwie... Hey, Junge. Hey, Junge. What the... Das ist der erste Ding. Schon klar. Aber er klingt so traurig. Wie kommst du da? Es sind nicht viele Gräber hier. Es ist eine kleine Siedlung gewesen. Das ist doch alles leider. Ey, hier wirklich geil. Finden wir die anderen zwei und befreien. Das ist der Grund zum Ausgang. Ich weiß, aber... Das ist das, was kommt mir richtig vor. Hüte deine Gefühle, Junge. Deine Gegner werden nicht zögern, sie gegen dich zu verwenden. Ja, Vater. Wäre das der erste Drache eigentlich gewesen, den wir gefunden hätten? Weil der so... Also der wirkt irgendwie schwerer als die anderen. Wir sind auf deiner Seite. Wir müssen trotzdem noch irgendwie darüber.
weiß nicht so genau. Lass mal hier mal die Kette runter. Müssen wir erstmal irgendwo die. Ja, aber. Hä? Junge. Jawohl. Während ich die verstümmelten Bewohner von Vaderegard mit Dreck bewerfe, betrachtete Mozognir seine frisch gefangene Bestie mit freudiger Leidenschaft. Ich verfluche seinen Namen. Dem Zwergenkönig sind Trolle und Drachen wichtiger als die Sicherheit seiner Gefolgsleute.
Jene Gefolgsleute dienten ihm, verehrten ihn, jagten diese Monster und starben schließlich in Vergessenheit. Mein Versuch, die Bestie zu befreien, schlug fehl und Mozognirs Strafe folgte rasch. Ich bin aus Konungsgard verbannt, zum Totengräber degradiert, ein passendes Ende eines ehemals stolzen Jägers, dessen Beute den Fall Vaedrigards beschleunigte. Berthold. So, jetzt wo wir aber die eigentlich haben. Vielleicht muss ich auch erst beide haben. Ich weiß es nicht. Wieso willst du nicht? Ich weiß nicht, was ich machen muss. Ich brauche irgendwas. Entweder... Es muss irgendwie runter. Es muss in diese Sockel. Als wenn da... Was fehlt. Ich glaube, runter bekomme ich es nicht. Was auch nur annähernd danach aussieht. Atreus, folge mir. Tut mir leid, ich war abgelenkt. Er könnte uns angreifen und dann müssten wir ihn töten. Oh, das stimmt.
Ich bin bereit. Wir werden sehen. Aber hier ist nichts. Ich brauche irgendwas, was das Ding da runterholt. Okay, der Arm muss runter und ich brauche nicht etwas, sondern der Arm muss runter, das ist das Problem. Er sieht auf jeden Fall höher aus als der andere. Das löst nur bedauerlicherweise nicht mein Problem. Nee, das kann nicht runter. Die sind ja... Obwohl. Ich weiß nicht. Es gibt keinerlei Hinweis, nichts. Das ist ein bisschen... Obwohl, das muss ja einen Sinn haben, warum ich jetzt zum Beispiel dort die Brücke aufgesprengt habe. Sonst wäre es ja relativ sinnvoll. Vielleicht kann ich jetzt hier irgendwas finden. Ach Spiel, es ist zu warm, um nachzudenken, was ist denn los? Ich weiß es nicht. Gibt auch keinerlei Hinweis. Gut, ich mache hier mal ein Folgenpläuschen und muss mir das mal im Internet angucken. Ich weiß nämlich nicht, wie es hier weitergeht. Also, bis in der nächsten Folge. Tschüss.